Britzer Garten, Teichlandschaft. Fischer von der Insel Rügen haben im Auftrage des Senats Reusen ausgelegt. Alle 2 bis 3 Tage fischen sie hunderte von ursprünglich nordamerikanischen Flusskrebsen aus dem Berliner Wasser. Die fühlen sich eigentlich überall wohl, wo die Strömung nicht zu stark ist. Wo es schön schlammig ist oder sandig, da können die sich dann super einbuddeln. Im Prinzip fühlen die sich auch in Berlin überall wohl. Singen Flusskrebse? Ich glaube nicht. Dabei ist der Film Der Gesang der Flusskrebse gerade der aktuelle Hit im Kino. Ein kleines Mädchen, das allein in den Sümpfen lebt. Weit draußen, wo die Flusskrebse singen. Das spielt in Nordamerika. Ob die hier im Süden von Berlin auch singen können? Nein, der Invasionskrebs schweigt. Aber er gilt als Delikatesse. Schmecken fast wie Hummer oder zum Teil sogar noch besser. Schmackhaft, aber gefährlich für heimische Arten. Der nordamerikanische Kammerkrebs hier, links im Bild wie der rote Krebs, verbreiten die gefürchtete Krebspest. Sie selbst sind immun, haben keine Fressfeinde mehr. Die Invasion nimmt Fahrt auf. Unser Fang sorgt für großes Aufsehen am Ufer. Würden Sie so etwas denn auch essen? Wenn ich es nicht selbst zubereiten müsste, ja. Ich habe also Flusskrebs schon zubereitet, weil ich bin gelernter Koch. Lukas Bosch kam auf die Idee, den invasiven Krebs als regionale Delikatesse zu vermarkten. Das reduziert hier die Bestände und schont weltweit die Umwelt. Vor allem, wenn wir uns eben vergegenwärtigen, dass diese Krebse, genau diese Art, jetzt der rote amerikanische Sumpfkrebs, Procambarus clarkii mit lateinischem Namen, sonst tatsächlich von weit her importiert wird. Ja, der kommt aus chinesischen Zuchtbetrieben, israelischen Zuchtbetrieben. Und wenn wir sie regional vor der Tür haben und gleichzeitig eben ein Problem im Naturschutz damit lösen, dass wir sie auf den Teller bringen, ist das auch für die Gastronomie toll. Vom Britzer Garten oder den Teichen im Tiergarten kommen die Krebse zunächst einmal zum Großhändler, zum letzten Mal lebend. Und die gehen jetzt wohin? Also in verschiedene Berliner Restaurants? Genau, die sind jetzt direkt reingekommen, werden sortiert und gehen dann nicht mehr lebend an die Kundschaft, an die Spitzengastronomie. Wir freuen uns natürlich, dass so ein Produkt, was invasiv ist, nachhaltig trotzdem noch eine Verwertung findet. Zum Beispiel im Restaurant Horvath in Kreuzberg, wo Sternekoch Sebastian Frank den Flusskrebs auf der Karte anbietet. Karamellisiert an Ofenpfirsich. Wir haben das eigentlich ursprünglich im Dessert etabliert gehabt, also eine Krustensauce im Dessert, die sich aber mittlerweile schon durch alle Instanzen im Menü gezogen hat und die aktuell auch einen Ofenpfirsich einfach mit dieser Flusskrebs-Karamellsoße macht. Der Ofenpfirsich wird zum falschen Hummer gestylt und der Berliner Flusskrebs endet schließlich als Soße. Und wenn es schmeckt, macht das Ganze auch noch ökologisch einen Sinn.